einfach du selber sein, dann siehst du gut aus. Und wenn jemand sagt nein, dann ist es immer noch personal taste, ne? Aber wenn du dich geil fühlst, dann sei das. Wirklich, dann zieh das an, ja? Ich gebe einen Scheiß drauf. Ich scheiße so heftig auf diese Leute, deren Meinung, wenn die sagen, boah, das kannst du so nicht anziehen. Hallo zusammen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und willkommen zum heutigen Video. Ich bin Nettie und ich bin Teil der Beauty Twins. Bei uns lernst du Beauty, Fashion und Ästhetik zu verstehen. Also abonniere doch gerne diesen Kanal völlig kostenlos unter mir, um keine Videos mehr zu diesen Themen zu verpassen. In diesem Video möchte ich euch meine aktuelle New Yorker Fashion vorstellen. Und wenn du dich dafür interessierst, was ich wieder eingekauft habe, dann bleib jetzt gern dran. Wir sehen uns noch im Intro. Wie ich es in meinem letzten New Yorker Haul auch gemacht habe, habe ich mir hier mein Videomaterial, was ich euch hier oben im Video einblenden werde, bereits auf meinem Handy. Da ich keinen Kassenzettel mehr habe, kenne ich wieder mal die Preise nicht. Ich hoffe, das ist auch nicht ganz so schlimm. Aber die Größen, das kriege ich, glaube ich, hin. Ich habe nicht die Idealfigur, das werden die meisten noch von euch wissen. Ich habe Probleme mit meinem Bauch und je nachdem, wie ich sitze und wie ich stehe, sieht man den halt mittel bis sehr stark. Viele Frauen hassen ihren Körper sofort, wenn sie halt dick sind. Müsst ihr nicht. Müsst ihr nicht. Ich bin kein ideales Beispiel für Self-Love und Body-Love. Ich bin eher Anti-Me. Sagen wir es mal so. Könnt schöner sein. Akzeptiert euch erstmal so, wie ihr seid, weil ihr könnt es so schnell auf Fingerschnipsen eh nicht ändern. Von daher, traut euch, zieht an, was ihr wollt. Im Endeffekt müsst ihr euch wohlfühlen und ihr müsst euch geil vorkommen, ihr müsst euch schön finden. Und das habe ich beim Shoppen eigentlich generell nicht so oft, weil halt die Mode prinzipiell meiner Meinung nach eher für zierlichere bzw. schlanke Frauen für den New Yorker hergestellt werden. Und da habe ich es auch echt manchmal schon echt schwer, da ein paar geeignete Klamotten für mich zu finden. Deswegen war ich umso glücklicher, dass es diese Jumpsuits, wie du es auch nennen möchtest. Ich habe immer noch nicht das Fashion-Know-how für diejenigen, die meine vorigen Fashion-Videos gesehen haben. Die gibt es tatsächlich in Größen 42 bis 46 und habe sie in der Größe, alle die jetzt kommen, in Größe 42 genommen. Und jetzt fangen wir endlich mit dem ersten Teil an, und zwar mit dem Jumpsuit, whatever, in weiß-schwarz gestreift. Und ich finde den so schön. Der hat in der Mitte halt so etwas Freies, ja, das ist so in der Mitte frei geschnitten. Das macht es irgendwie edel und schick. Und die Träger, die sind sehr dünn und ja, ich finde das auch sehr schön, dass es unten halt so breit geschnitten ist. Versteht ihr, was ich meine? Ich hoffe. Lässt es alles auch so ein bisschen edel wirken. Ich finde, hier geht es mit der Figur. Und das ist auch etwas, was ich euch auch definitiv hier im Video mitteilen möchte. Ja, ich habe einen dicken Bauch. Vielleicht der ein oder andere da draußen auch. Aber Leute, ehrlich, wenn ihr das schön findet, ich fand das einfach schön, ich habe mich einfach mal getraut. Zieht einfach eine High-Waist-Unterhose drunter und dann ist der Speck weg. Also, ihr könnt dann eine optische Täuschung erzeugen, glaubt es mir. Tragt einfach Buddies, dann wird einiges versteckt oder High-Waist-Unterhosen und High-Waist-Hosen generell. Da könnt ihr so viel mitmachen. Und auch der ganze Hate da draußen kann uns auch nicht dünn machen. Also eine Körperhaltung macht auch viel aus. Ja, wenn ich so sitze und schlaff da sitze und so eine Fresse ziehe, dann sehe ich scheiße aus. Aber wenn ich einfach voll selbstbewusst, Brust raus, Taille betonen und dann das Gesicht schön. Klar, laufe ich nicht den ganzen Tag 24/7 so rum. Nee, sicher nicht. Aber ihr versteht, was ich meine. Ihr werdet euch wohler fühlen. Ihr werdet euch auch ein Stück weit sexy fühlen. Glaubt es mir. Trust me. Versucht es einfach mal. Lasst euch nicht immer so runteropfern, nur weil ihr halt Bauch habt. Ja, und ich hatte das. Och, könnte sein, dass ab und an mal mein BH rausguckt. Aber macht auch nichts. Wir sind ja hier unter Frauen, nicht? Das habe ich im New Yorker letztens sehr positiv gemerkt. Das hat einfach unheimlich mein Selbstbewusstsein gestärkt. Gerade wenn man auch in so engen, umkleidende Kabinen ist, dann steht man meistens vor so einem breiten Spiegel. Und es wird alles so schön beleuchtet. Und in der Realität sieht es meistens nicht so aus. Aber man sieht halt auch, wenn man näher ran an einen Spiegel geht, auch dicker aus, als man tatsächlich ist. Trust me when I'm saying this. Und ich bin so glücklich, dass ich die Jumpsuits mitgenommen habe. Und das war der erste Jumpsuit.
Jetzt kommt noch eine in grün und ich finde, dieses Grün passt halt einfach super gut auf blond, ne? Auch unten so weit aufgeschnitten, ja, so eine Fledermaus-Optik hat. Ich glaube, so nennt man das in der Mode. Mit so beigen Holzknöpfen finde ich total schön. Auch mit so Taschen an der Brust. Die Träger sind auch ziemlich dünn. Was ich auch sehr schön finde, mit dem Zuschnüren könnt ihr eure Taille ein bisschen mehr betonen. Und das ist auch das, was ich schön finde. Bei mir funktioniert es nicht, aber who cares. Betont halt auch den Hintern. Finde ich jetzt in dem Outfit nicht so schlimm. Ihr habt natürlich einen sehr freien Rücken. Auch eine Größe 42, hat mir auch gut gefallen. Musste ich mitnehmen. Genauso einer wie der erste. Auch vorne unter der Brust halt so aufgeschnitten. Das finde ich sehr edel. Wieder unten diese Fledermaus-Optik. Finde ich auch schön, dass das unten so breit ist. Der Arsch wird super schön betont. Die Träger sind auch super dünn. Und gerade schwarz macht schlank, ne, Leute. Vergisst das nicht. Und wenn ihr da nicht wie so ein, ja, so ein Krüppel da rumsteht, sondern mit Brust raus, Selbstbewusstsein, einfach du selber sein, dann siehst du gut aus. Und wenn jemand sagt nein, dann ist es immer noch personal taste, ne? Aber wenn du dich geil fühlst, dann sei das. Wirklich, dann zieh das an, ja? Ich gebe einen Scheiß drauf. Ich scheiße so heftig auf diese Leute, deren Meinung, wenn die sagen, boah, das kannst du so nicht anziehen und bist zu fett dafür. Dann sag ich, nein, Mann, wer sagt das? Vor ein paar Jahren wäre ich nach Hause gerannt, hätte geheult und hätte gesagt, ich bin so fett, ich will nicht leben. Wirklich, aber Leute, ihr seid halt so, wie ihr seid. Und warum auch auf schöne Klamotten verzichten, ne? Und viele Frauen heulen wirklich rum, weil man ein bisschen so ganz kleine Mini-Speckröllchen in deren Top sieht. Dann essen die nichts mehr. Das ist total dumm. Aber ja, wenn das deren Mission ist. Unsere ist es nicht, hoffentlich. Die Hose und der Body sind beide neu aus dem New Yorker. Und ja, sieht in der Kombination getragen so aus. Der Body, der geht bei mir nicht zu, weil ich zu fett dafür bin. Aber macht nichts, Girl. Kauf sie dir trotzdem. Auch wenn sie unten nicht zugehen, dann schlafst du in die Unterhose. Sieht auch fein aus. Da seht ihr den roten Body, den ich mir neu gekauft habe. Ich glaube in der Größe L. Ja, wenn ihr eine High-Waist-Hose trägt, wie ihr seht, könnt euch hier überzeugen, sehe ich gar nicht so fett aus, oder? Die Hose ist auch sehr schick. Die ist halt weiß gestreift und die ist so schick, Leute. Die ist so schön vernäht und könntet darauf auch noch einen Gürtel tragen. So ist das zumindest da reingenäht und die Taschen sehen total schick aus. Ich finde, die betont auch nochmal den Hintern. Die Taschen sind hinten am Po vernäht, also ihr könnt da nichts reintun. Jetzt konzentrieren wir uns auf diese T-Shirts, die jetzt kommen. Und zwar einmal in weiß. Ist sehr kurz geschnitten. Ich sag jetzt mal so im Bauchfrei-Stil. Girl, mit einer High-Waist-Hose kannst auch du das tragen. Ich stehe halt auf so ausgefallene Shirts. Ich mag knallige Farben, ich mag krass auffallende Sachen und das ist dieses Shirt hier auf jeden Fall. Kommt jetzt auch nochmal in schwarz. Auch hier nur mit High-Waist. Nur mit High-Waist-Hose, so wie ich es jetzt hier gerade für euch zeige, finde ich, kann man damit rausgehen. Das Ganze kommt hier auch nochmal in schwarz. Auch gleicher Schnitt. Man sieht ein bisschen Bauch. Aber er tragt um Himmels willen eine High-Waist-Hose und dann ist das okay. Und dann kommt noch was. Ja, da kommt noch was. Das, was ihr gerade seht, das habe ich gerade an. Das ist so ein Morgen, wie heißt das? Anorak? Heißt das Anorak? Ich weiß es jetzt gerade nicht. So chillen zu Hause. Der ist auch sehr weit geschnitten. Auch so Fledermaus-Optik. Finde ich nice. Wie nennt man das? Das ist kein Morgenmantel, das ist ein Anorak, oder? Morgenrock? Ich weiß nicht, wie das scheiß Teil heißt. Also ich komplex, ich nicht deutsche Sprache mächtig. In der Größe L. Und das war die Fashion. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Zeig es mir mit einem Däumchen nach oben. Abonniere diesen Kanal völlig kostenlos, um keine Videos mehr von uns zu verpassen. Dazu aktivierst du am besten gleich die Glocke mit, denn dann wirst du automatisch, wenn ich ein Video hochlade, über dieses informiert, über Push-Up-Nachricht. Und dann kannst du es dir auch als einer der ersten anschauen. Dann würde ich mich freuen, dich in einer meiner nächsten Videos wieder begrüßen zu dürfen, wenn es heißt You and Us. Bis dahin. Ciao.